Ja, ich möchte, ich habe gerade gesehen, dass wir doch bei 38,03% jetzt Wahlbeteiligung gelandet sind. Das ist in der Tat nicht toll, aber es ist mehr, als wir vielleicht am Anfang befürchtet hatten. Von daher finde ich es gut, dass so viele Wählerinnen und Wähler hier in Bochum motiviert waren, auch tatsächlich wählen zu gehen. Das finde ich für eine Demokratin ist das eines der wichtigsten Ziele. Ich freue mich auch, dass ich ein Ergebnis habe, was in etwa immer dem entspricht, was wir als Grüne für eine Person an Stimmen erreichen. Wir sind die klassische Zweitstimmenpartei, die Grünen, und das zeigt sich auch, wenn man die Wahlergebnisse, wo Oberbürger und Kommunalwahl, also die Partei gewählt worden sind, dann stimmt das auch in ungefähr diesem Verhältnis. Von daher finde ich das in Ordnung, was wir erreicht haben. Ich danke auch natürlich allen, die das mitorganisiert haben, ob jetzt auf Verwaltungsseite oder auf der Seite der Grünen, die das sehr deutlich mitgetragen haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, alle als demokratische Parteien oder Einzelmenschen dazu aufzufordern, dass bei der zweiten Wahl auch genügend Leute nochmal den Weg sich finden, um zu wählen. Weil ich finde, nichts ist schlimmer, als jemanden als Oberbürgermeister zu haben, der nur mit einer geringen Wahlbeteiligung sozusagen das Ziel erreicht hat. Das kann nicht in unser aller demokratischem Interesse sein. Und da würde ich in der Folgezeit auch für werben. Danke.